Paul. Ja, hallo Martin. Wir sprechen über das Apriltreffen der Agile User Group Rhein-Main. Genau, ja. Wir werden im April jetzt ein Treffen haben, wo es um das Thema Agile Organization geht. Und unser Referent wird sein der Christoph Braun von Boris Gloger. Mhm. Das ist ja ein sehr renommierter Agile-Unternehmen, ne? Genau, richtig. Mhm. Und Christoph Braun wird das Thema behandeln, also die Rolle des Managers in der agilen Organisation. Die agile Organisation... Ich bin jetzt quasi weg als Manager. Gibt ja nur noch diesen Product Owner, der ja irgendwie dann auch im Team noch mitarbeitet zu 50% oder so. Ja, es geht noch darüber hinaus, dass du ja in der agilen Organisation Dinge wie Selbstorganisation sehr stark gewichtest. Und jetzt ist unabhängig auch von einzelnen Teams, sondern auch auf Unternehmensebene die Frage, was für eine Aufgabe hat eigentlich denn der Manager noch? Und wie sollte er sich eigentlich verhalten? Wie kann er in der selbstorganisierten Organisation letztendlich dann auch die Leute dabei unterstützen, dass die Unternehmensziele erreicht werden? Und um diese Fragen wird es letztendlich gehen. Das also Ganze, wie rolle ich mein Unternehmen über das Scrum-Team hinaus im Unternehmen aus? Ja, also genau, wie die agile Organisation zum einen, wie die aufgebaut werden kann, aber eben auch, wie ich mit dieser Managementrolle in der agilen Organisation umgehe. Also spezifisch auf die Managementposition ausgelegt. Das heißt, da gehe ich hin, wenn ich wer bin? Da geht man hin, wenn man in einer Organisation arbeitet, die entweder bereits in der Richtung unterwegs ist, sich als agile Organisation etablieren möchte, oder eben auch, wenn man sich eher erste Anregungen holen möchte, wie man zu einer agilen Organisation werden kann. Weil sehr schnell eben die Frage aufkommt, wenn bisherige oder bisher bestehende Hierarchieebenen, wenn die aufgelöst werden, was dann eigentlich mit diesen Rollen passiert. Ja, es gibt ja in vielen Unternehmen mehrere Hierarchieebenen sogar. Was passiert denn mit diesen ganzen Leuten, die eben bisher stark im Management tätig waren? Okay. Wann findet es statt? Das findet statt am 19. April, genau, ab 19.30 Uhr im Schweier am Volkspark in Mainz. Und ja, es wird da ab 19.30 Uhr losgehen. Da können Leute teilnehmen, die sich schon, wie gesagt, mit dem Thema beschäftigt haben. Nee, das ist also kostenfrei, kostet nichts. Generell ist die User trinken, wir auch was Selbstorganisiertes, genau. Wir sind ja in einem Café und wenn jemand da was konsumieren möchte, es gibt auch die Möglichkeit, da was zu essen. Dann da hofft das Café natürlich drauf. Ja, da hofft das Café drauf, genau. Wir kriegen aber einen gesonderten Raum gestellt, extra von einem Café für die Veranstaltung. Ich habe das mal eingeblendet hier. Es gibt so eine Xing-Seite. Wenn man cyberbiz/agile im April eingibt, dann kommt man auf diese Seite Apriltreffen der User Group Agile Rhein-Main, Management in einer agilen Organisation. Kann dann sehen, 10 Leute haben sich schon angemeldet und der Christoph Braun von Boris Gloger erzählt was. 20 können sich noch anmelden, also ein Drittel der Plätze schon belegt. Genau, es ist nur so ein grober Richtwert. Wir können das eventuell auch noch ausweiten, wenn das Interesse da ist. Dann müssen wir eben nochmal Rücksprache mit dem Café halten, dass das vom Platz her alles hinkommt. Aber wird auf jeden Fall eine interessante Veranstaltung. Es geht auch nicht nur um einen reinen Vortrag, sondern es soll wirklich auch gemeinsamer Austausch stattfinden und das zusammen auch erarbeitet werden. Also relativ kurzfristig, nächster Donnerstag, 19.30 Uhr, wenn Sie das Video schauen, vielleicht auch schon diesen Donnerstag, relativ kurzfristig. Und vielen Dank. Ja, danke dir. Ciao. Tschüss.